Ja, hallo lieber Wolfgang Orben. Ich freue mich sehr, dass Hallo. Sie heute unser Gast sind. Sie waren Anfang der 70er Jahre Torwart bei Mainz 05. Schön, dass wir hier heute zusammensitzen. Ich freue mich auch. Und zwar war das damals so, 1970, ne, hat die Mannschaft sich relativ neu gefunden. In der Saison davor ist sie knapp dem Abstieg entronnen. Und sie waren dann quasi mit Wolfgang Kneipp der doppelte Wolfgang. Und man hatte die ungewöhnliche Situation, dass es eigentlich über Jahre keinen Stammtorhüter gab. Nee, über Jahre hin nicht. In der ersten Saison, also 70, habe ich die meisten Spiele gemacht. 72, 73, in dem Meisterjahr, haben wir uns abgewechselt bis zu dem Spiel bei Südwest-Ludwigshafen. Und da hatte ich noch den Elfmeter gehalten. Und dienstags drauf hatte ich einen Meniskusriss. Und da war die Saison für mich vorbei. Man sagt ja immer, dass Sie das größere Talent eigentlich waren der beiden. Was würden Sie denn im Rückblick sagen, was waren so Ihre Stärken und was waren die Stärken des Kollegen? Die Stärken des Kollegen waren einfach daher, dass er 10 cm größer war wie ich und von der Strafraumbeherrschung her halt weitaus besser war. Oder weitaus, lassen wir mal dahingestellt sein, aber er hat den Strafraum souveräner beherrscht. Meine Stärken waren halt auf der Linie und in der 1-zu-1-Situation. Das heißt auch, dass Sie nicht nur das größere Talent, sondern auch der größere Hitzkopf der beiden waren. Ist das eine Legende oder würden Sie das so Nee, unterschreiben? das ist keine Legende, das ist schon okay. Diese Aussage und da gibt es halt Momente, die dafür sprechen. Ist das so eine Torhüterqualität? Man hat da ja immer das Beispiel mit Oliver Kahn, dem auch mal gerne irgendwie die Hutschnur hochgegangen ist. Ich denke mal, unter den Fußballern gibt es einen lustigen Spruch: Torwart und Linksaußen, die haben es an der Glatsche. Ist es denn eine gute Situation, wenn man so eine starke Konkurrenz hat, der man sich auch jede Woche auch im Tor wieder stellen muss? Das ist ja heute eher selten. Ja, ich finde es echt gut, weil man wächst auch da damit. Es ist, wenn ich weiß, dass ich permanent die Nummer 1 bin, dann fühlt man sich irgendwann sicher. Wie eng verfolgen Sie heute das Geschehen im Verein? Sehr eng. Ich habe Sky zu Hause. Ja. Wie Sky zu Hause, gehen Sie nicht ins Stadion? Ja, ich gehe Kein manchmal Wunder, ins dass die Hütte nie Stadion. voll ist. Ich gehe manchmal ins Stadion und aber meistens gucke ich zu Hause Sky, ganz gemütlich. Und haben Sie den Fokus dann ganz besonders auf die Torhüter? Ja, habe ich sehr, weil mir hat zum Beispiel sehr leid getan, dass der Karius gegangen ist, weil der ist gerade im letzten Jahr hat er sich sehr, sehr stark entwickelt und dieses Jahr bin ich ein bisschen enttäuscht vom Lössl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil wenn ich an Karius denke, der hat uns 2, 3, 4 Spiele gewonnen und das habe ich dieses Jahr bei Herrn Lössl noch nicht gesehen. Über Nerhut kann ich nicht viel sagen, weil er hat zu wenig gespielt jetzt. Ich habe ihn auch damals bei der Olympiade ein bisschen verfolgt. Er macht mir fußballerisch einen sehr guten Eindruck. Sie hatten in den Anfangsjahren bei Mainz 05 zwei Trainer, ne? Gebauer und Hoss. Was verbinden Sie denn für Erinnerungen mit den beiden jeweils? Der Gebauer, das war ein sehr ruhiger Vertreter, aber ein akribischer Arbeiter. Mit Torhütern hat er nicht allzu viel am Hut gehabt. Torwarttraining hat sich sehr auf Torschusstraining mit der Mannschaft beschränkt. Dann kam der Hoss, das war eine Vaterfigur. Der hat sich uns gegenüber auch in den privaten Dingen sehr um uns gekümmert. Wir waren ja alle relativ jung. Und es war wirklich, wie ich gesagt habe, eine Vaterfigur. Und da wurde das erste Mal auch richtig Torwarttraining gemacht. Und das hat uns beide, glaube ich, sowohl Wolfgang Kneipp als auch mich sehr weit nach vorne gebracht. Wie sehr fehlt einem der Fußball, wenn man mal aufhört mit der Karriere? Ersten 2 Jahre ist es schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Fehlt's und er verfolgt ja weiterhin den Fußball. Und da überlegt man dann, ach, hätte es doch noch ein paar Jährchen dranhängen können. Aber dann ging es nachher nicht mehr mit beiden Knien, nicht, die sind beide kaputt. Okay. Und dann immer mit Schmerzen rumlaufen muss nicht sein. Das ist ja überhaupt eine sehr ungewöhnliche Geschichte, dass jemand innerhalb des Spielfelds, sag ich mal, mal weiter links spielt oder mal mittig oder so. Das ist ja heute ganz normal. normal. Aber dass Sie tatsächlich vom Torwart zum Mittelstürmer umfunktioniert wurden und das auch relativ erfolgreich. Da war der Waldenzimer Trainer in Haxheim. Der hat das gemacht, weil er wusste, das kann man glaube ich sogar noch nachverfolgen, mein letztes Spiel für Mainz 05 habe ich als Linksaußen in Bad Homburg, in Homburg gemacht. Ja. Aber wie kam es dazu eigentlich schon? Das war
komplett Spieler gefehlt, ja, tatsächlich, Personalmangel. Ja, Personalmangel. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein selber so gut sagen kann, aber würden Sie heute sagen, Sie waren ehrgeizig genug oder würden Sie sagen, mit noch mehr Lust oder mit noch mehr tatsächlich Lust an der Arbeit vielleicht, hätten Sie es noch weitergebracht? Man sagt es ja immer so ein bisschen, ne? Mit dem Ehrgeiz stimmt schon. Ich hatte manchmal ein bisschen die Laissez-faire-Einstellung. Und da hat mir es dann halt ein bisschen gefehlt und habe das Talent reicht. Ich glaube, mit dem heutigen Training, was heute passiert, hätte ich es weitergebracht. Was gibt es denn außerhalb von Mainz 05 noch für Torhüter, auf die Sie ein besonderes Auge haben oder die Sie vielleicht auch für Ihre Karriere oder für Ihre Spielart bewundern oder gerne sehen? Buffon. Ah. Das ist natürlich... Da bin ich ganz dabei. War ja mehrere Male Welttorhüter, ne? Und für mich schon phänomenal, wie der das macht. Das ist in dem Alter noch, auch diese Reaktion noch in dem Alter ist Wahnsinn. Sie haben ja gesagt, Sie gucken bis heute sehr gerne Fußball. Mit wem schauen Sie denn? Meistens alleine oder Bekannten oder meiner Lebensgefährtin. Das heißt, Sie können vielleicht dann beim Fußball auch ein bisschen was zum Naschen gebrauchen. Das kriegen Sie jetzt von mir, die originalen Mainz 05 Gummibärchen in der formschönen Wortpiratin Gummibärchentüte. Als herzliches Dankeschön dafür, dass Sie die Zeit für uns hatten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.